würde sagen, der Gewinn des FIA GT-Titels 2015 war mein persönliches sportliches Highlight. Es ist die GT-Weltmeisterschaft in einem einzigen Rennen, also Weltcup. Und diesen zu gewinnen hat mir sehr viel bedeutet. Ich bin Maro Engel, bin 33 Jahre alt, bin Rennfahrer und Laureus-Botschafter seit 2018. Ich mache leidenschaftlich gerne Sport, natürlich gerne alles, was mit Motoren zu tun hat und was schnell ist. Geschwindigkeit, Präzision, wo es um Zeit geht, war schon immer meine Leidenschaft und bin sehr glücklich, dass ich diese Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Ich glaube, wenn du wie ich und wie die meisten Sportler sehr früh mit Sport anfängst, dann ist es was sehr, sehr Positives, weil es vermittelt dir die Werte, die, finde ich, im Leben wichtig sind. Hart an dir zu arbeiten, dich zu verbessern, Disziplin, ganz, ganz wichtig. Teamfähigkeit, gerade im Motorsport arbeiten wir mit ganz großen Teams und es ist extrem wichtig, dass du mit jedem einzelnen Teammitglied arbeitest, dass das ganze Team zusammenarbeitet und an einem Strang zieht, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, diese Werte schon von frühem Alter, möglichst professionell zu arbeiten, ich glaube, dass das Werte sind, über die ich sehr glücklich bin und die, ich denke, junge Menschen, die nachher heranwachsen, dass sie diese Werte mitnehmen sollten. Mein Kontakt zu Laureus besteht schon seit einigen Jahren. Mercedes-AMG hat mit AMG Passion for Good eine Initiative ins Leben gerufen, wo wir Laureus unterstützen, mit jedem Kilometer, wo unsere werksunterstützten Rennautos fahren, wird 1 Euro gespendet. Und über so eine Saison hinweg kommen natürlich relativ viele Kilometer zusammen, gerade bei Langstreckenrennen, 24-Stunden-Rennen. Ich war zu Gast bei Kick for More in Speyer mehrmals und natürlich baut sich da auch irgendwo dann natürlich eine Beziehung auf zu den Kindern und man sieht die Evolution auch. Aber wenn man sieht, wie wichtig dieses Event, dieses wöchentliche Miteinander Fußballspielen für die Kids ist und was es ihnen gibt und wie sie sich entwickeln, dann ist das für mich auf jeden Fall das Beeindruckendste und das ist für mich das Zeichen, dass die Arbeit absolut funktioniert und dass das Projekt erfolgreich ist. Aber ich glaube, am berührendsten ist am Ende immer, wenn du selber auf einem Projektbesuch bist und mit den Kindern im Austausch bist, in Berührung kommst. Durch Partner wie IWC und auch Mercedes-Benz ist es möglich, dass man die Kosten der Stiftungsarbeit abdeckt, ohne dass die Spenden dafür in Anspruch genommen werden müssen. Das heißt, die Spenden können wirklich 1:1 in die Projekte gehen, dahin gehen, wo es hilft. Und das ist natürlich ein Riesenprivileg und was ganz Besonderes für Laureus, dass man eben über so starke Partner diese Möglichkeiten hat. Das Besondere an der Kooperation zwischen Laureus und IWC ist natürlich auch, dass jedes Jahr gibt es eine neue Laureus Edition IWC-Uhr. Und dieses Jahr ganz neu, die Aqua Timer 2019. Ist auf 1000 Stück limitiert und ganz besonders auf der Rückseite hier, deswegen ziehe ich sie aus, wird ein Gewinnerbild erkoren aus vielen Bewerbern. Dieses Jahr ist das Motto Time to Learn und Melan, 15 Jahre aus Sri Lanka, hat dieses Bild designt und ist eben auf diesen 1000 Uhren auf der Rückseite zu sehen. Also was ganz Besonderes, eine schöne Uhr und natürlich auch eine Uhr, die einen Symbolwert hat als Laureus Edition. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Laureus Sport for Good zu unterstützen. Jeder Euro zählt, jede Spende zählt und ganz wichtig, jeder Euro und jede Spende kommt auch direkt bei den Projekten und bei den Kindern an. Und kommt da an, wo es was bringt, bitte spendet, euer Maro.